Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem neuen Video und ich habe schon wieder eine kleine Hörbuchrezension für euch, aber heute mit etwas Humorvollem. Ja, ich bin tatsächlich etwas unter die Hörbuchhörer. Leser ist es ja nicht gegangen. Ich habe tatsächlich schon 2 Hörbücher in diesem Jahr beendet und das, bevor ich mein 2. Buch beendet habe. Heute möchte ich euch von einem Hörbuch berichten, das tatsächlich schon seit längerem in meiner Bibliothek vorhanden ist, das ich allerdings immer mal wieder irgendwie angefangen habe, aber nie zu Ende gehört habe. Und zwar ist die Rede von Achtung Baby von Michael Mittermeier und er hat das tatsächlich selber gelesen. Wie bin ich auf das Buch gekommen, wenn ich selbst doch eigentlich noch gar nicht plane, ein Elternteil zu werden? Ja, gute Frage. Das ist auch nicht die Intention. Ich habe das Buch tatsächlich irgendwann mal zusammen mit bei meiner Tante irgendwie gehört. Meine Tante hatte sich das angehört. Da bin ich davon angetiggert worden so und habe mir das Buch selber auch zugelegt, weil mir einfach dieser Humor von Michael Mittermeier sehr, sehr zusagt. Kurz zu den Eckdaten. Das Hörbuch ist eine ungekürzte Version bei Audible und geht ganze 5 Stunden. Das habe ich, glaube ich, innerhalb von 1,5 Tagen weggehört und es hat mich sehr, sehr häufig zum Lachen gebracht. Jahrelang hat Michael Mittermeier auf der Bühne Späße über junge Eltern gemacht. Vor kurzem ist er selbst Vater geworden. Wie seine Tochter sein Leben verändert und worüber er jetzt lacht, erzählt er auf diesem Hörbuch. Er fängt an in der Zeit davor, als Eltern noch die anderen sind. Bemitleidenswerte Wesen, die mit müden Augen und Breiflecken auf der Hose beteuern, dass sie sich auf den Urlaub im Kinderhotel freuen. Und die sich nur für eins interessieren. Und wann ist es bei euch soweit? Die Schwangerschaft wirft für Männer natürlich Fragen auf. Warum darf man schwangeren Frauen nie widersprechen? Woher kommt das fremde Wesen, das nachts den Kühlschrank plündert? Woher haben Schwangere ihren übernatürlichen Geruchssinn? Und kann man Hebammen trauen, die keinen Spaß verstehen? Aber der eigentliche Wahnsinn beginnt nach der Geburt, denn jetzt dreht sich alles nur noch um das Baby. Guck mal, es bewegt den Daumen! Die Außenwelt verschwindet, das böse Pupsmonster wird zu einem guten Bekannten und zu den Top 3 Gesprächsthemen gehören kleine Stinker, Schnuller und Schlaflieder. Michael Mittermeier übersetzt die Direktheit seiner Live-Programme und die Absurdität seiner Bilder in eine Sprache, in der man in gestenreichen Erzählen vor sich sieht. Achtung Baby ist ein wunderbar selbstironischer und herzzerreißender ehrlicher Bericht über eine Zeit im Leben, in der sich Gefühle von Stolz, Unsicherheit und Glück rasant abwechseln. Eins ist danach klar, das Leben mit Kindern ist ganz anders als gedacht, nämlich viel lustiger. Kurz dazu gesagt, Michael Mittermeier ist ja nun ein Comedian, der meistens mit seinen Bühnenprogrammen auf Tour geht und eben so verschiedene Shows immer wieder rüberbringt. Und wie gesagt, also ich habe ihn noch nie live gesehen, aber ein Programmpunkt war eben, dass er sich lustig gemacht hat über junge Erwachsene oder eben auch über Kinder. Und jetzt nimmt er einfach wirklich einen mit in diese Zeit, bevor er selbst Vater geworden ist, als seine Frau schwanger war und auch ein bisschen in die Zeit danach, aber es ist eben alles so, es ist aufgebaut. Wir haben verschiedene Kapitel. Ein Teil ist dann erstmal, ja, die anderen, die Eltern oder eben die Nicht-Eltern und es ist einfach so liebevoll erzählt, man ist so nah mit dabei und gleichzeitig das alles verpackt mit einer ordentlichen Portion Humor. Ich habe die ganze Zeit weitergehört und habe ständig angefangen zu lachen. Einfach so mitten aus, also für andere, die mich gesehen haben, war es für mitten aus dem Nichts. Ich habe natürlich immer dieses Hörbuch gehört und habe einfach angefangen zu lachen, weil es mir so viel Spaß gemacht hat, dieses Buch zu hören. Es war eine wirklich, wirklich unterhaltsame Zeit. Ich bin froh, dass ich dieses Buch endlich zu Ende gehört habe. Und tatsächlich, er erzählt es ja nun aus der männlichen Sichtweise, von wegen, wie ist eine schwangere Frau so drauf, man darf hier tatsächlich nicht widersprechen mit den Gefühlsschwankungen und wie bereitet man sich darauf vor, dass man irgendwann ein Elternteil wird und so ein kleines Lebewesen, Leben schenkt und dann großziehen muss, beziehungsweise erstmal überhaupt aufpassen muss, dass es nicht von der Wickelkommode fällt. Und
das ist einfach so rührend, eben auch wirklich erzählt wovor er Angst hatte, was für Käufe er aber auch getätigt hat, was alles notwendig war, über Häuserkauf bis eben Kauf einer Wickelkommode oder eines Buggys. Und da kann man natürlich nicht irgendeinen Buggy kaufen und es ist einfach so schön verpackt mit Humor. Und ich habe das Ganze nun tatsächlich selbst zweimal mitbekommen. Ich habe zwei kleinere Geschwister und ich war bei meiner Schwester, war ich noch relativ jung. Aber bei meinem Bruder kann ich mich noch sehr, sehr, sehr dran erinnern, wie das damals alles war. Und das hat mich einfach sehr mit daran erinnert. Und außerdem auch, diese Erzählung, er erzählt es, wie gesagt, aus der männlichen Geschichte. Und ich bin ja nun der weibliche Part. Und das ist einfach total witzig, wie man dann entweder zustimmen kann oder sagen kann, so, nee, ganz so ist es nun aber doch nicht. Oder auch wenn ich jetzt selbst nicht schwanger bin, aber ich glaube, der weibliche Part von euch weiß, worauf ich hinaus möchte. Und es ist einfach eine so schöne Erzählung gewesen, die einfach unheimlich viel Spaß macht. Er hat es teilweise selbst als ein kleiner Ratgeber bezeichnet, allerdings wirklich einer, der keine direkten Tipps gibt, sondern der einfach eben seine Erfahrungen mitteilt. Und ich glaube, das trifft es ganz gut. Also er gibt keine Tipps, aber letztendlich würde ich es jedem irgendwie ans Herz legen, wer Familienplanung, wie auch immer, das alles irgendwie im Kopf hat, das einfach einmal anzuhören, weil es halt einfach doch viel, viel mehr ist als, ja, also zum einen sind es die anderen, zum anderen sind es halt, ja, es steckt so viel Liebe dahinter und er hat es so liebevoll gestaltet und man bekommt einfach mit, wie viel es eigentlich ist. Ich wollte gerade sagen, es ist so viel mehr als, naja, nur ein Kind zu bekommen. Natürlich ist es das, aber was das eigentlich alles ist und was da alles so hintersteckt, welche Emotionen und so, das hat er wirklich gut auf den Punkt gebracht und hat es eben in Form von seinen Bühnenshows einfach nun aufs Papier gebracht und dadurch, dass er es selbst gelesen hat, ist das Ganze einfach wunderbar humorvoll rübergekommen. Also ich glaube, dieses Buch hätte ich gar nicht lesen können, sondern das muss man wirklich hören, weil dadurch, dass man dann seine eigene Stimme noch dazu hat und er weiß genau, wie er etwas betonen wollte, wie er etwas formulieren wollte und welche Nebensätze er noch dazu formulieren wollte. Es gibt immer mal wieder so einen Sidekick von wegen, ey, das ist mir erst beim dritten Mal lesen des Buches aufgefallen. Das ist total witzig. Es hat einfach unheimlich, 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 unheimlich viel Spaß gemacht, dieses kurze Hörbuch zu hören. Und ich kann es jedem ans Herz legen, der irgendwie ansatzweise sich für Babys, Familienplanung oder ja einfach Humor interessiert und der da gerne eine humorvolle Story hören möchte. Ja, das soll meine ganz kurze Meinung dazu gewesen sein. Ich glaube, mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Hört es euch einfach selber an oder hört einfach kurz rein. Es sind, wie gesagt, nur 5 Stunden. Das geht eigentlich noch ganz gut. Und wenn ihr etwas zu viel Zeit habt, dann hört einfach mal rein. Mir hat es sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ich bin sehr froh, dass ich dieses Buch endlich mal zu Ende gehört habe. Und es ist auch eine ungekürzte Variante und wie gesagt, von ihm selbst gelesen. Das geht eigentlich gar nicht besser, wenn man etwas Humorvolles hat und der Autor liest es selber. Finde ich grandios, wenn er zusätzlich auch noch lesen kann. Aber hey, mit Michael Bittermeier haben wir einen Comedian, der das definitiv kann. Damit sage ich jetzt vielen Dank fürs Zuschauen und schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr das Buch bereits gelesen habt oder ob ihr überhaupt gar kein Interesse daran habt, ob ihr es witzig findet, ob ihr lieber humorvolle Sachen hört oder welche, genau, schreibt mir gerne rein, welche humorvollen Sachen ihr mir noch empfehlen könntet. Ich höre so gerne humorvolle Sachen, weil es einfach ein ganz anderes Feeling ist, als eine absolut spannende Geschichte zu hören. Die lese ich tatsächlich lieber, aber so humorvolle Sachen höre ich einfach unheimlich gerne. Und ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bye, bye!